Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yeshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch also frei machen. Halleluja. Herr, danke für diesen Moment. Danke, Yeshua Mashiach, für dein Wort. Danke, Herr, dass ich dein Wort weitergeben darf, Herr. Danke, Yeshua, für alles, was du tust in unser Leben. Ich bete für die Leute, die dieses Wort hören werden. Mein Gebet ist auch, dass jeder von uns das Wort annimmt und tut. Halleluja. Danke. Amen. So, ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich wieder etwas hier auf unserer Seite zurück zum Wort, also poste, also eine kleine Predigt oder eine kleine Ermutigung hier noch bringe. Ich möchte uns also nochmal alle hier durch das Wort von Yeshua Mashiach ermutigen. Ich war vor ein paar Wochen in der Elfenbeinküste in Abidjan und Yamoussoukro. Wir hatten also eine Mission dort. Es ist wirklich gut gelaufen. Der Herr, unser Herr Yeshua Mashiach wirkt immer noch. Ich hatte also ein kleines Video gemacht. Das findet man auf unserer Seite, also ein Bericht. Und gestern war ich noch in Paris, gab es also eine Veranstaltung, Nacht der Danksagung, Halleluja, war wunderbar, wunderbar, richtig schön und es war, ja, mir fehlen sogar die Wörter, das mal zu beschreiben. Dieser Gegenwart des Herrn, also wie der Herr da gewirkt hatte und sein Werk bestätigt hatte. Also es ist wunderbar. Und dafür preise ich also Yeshua Mashiach. Halleluja. So, und heute wird noch was geben. Es gibt noch also eine Erweckungstreffen, also dort wieder in Paris. Wir hatten hier in Regensburg also so eine Evangelisation geplant. Es wurde abgesagt. Da es also diese zwei großen, eine große Veranstaltung gab es. Also ich wollte nicht, also dass wir die Leute irgendwie blockieren, die diese Reise durchmachen wollten, auch also einfach stoppen. Ich hatte mich also auch so schnell entschieden, das war kurzfristig, entschieden, die Reise zu machen. Ich bin heute wieder da. Halleluja. So, in zwei Wochen werden wir uns also in München treffen. Da gibt es also ein Erweckungstreffen hier in Deutschland. Also für die Geschwister in Deutschland, alle, die auch aus der Schweiz also kommen können. Ihr seid alle willkommen. Halleluja. Oder Frankreich, keine Ahnung. Aber wir danken den Herrn für alles, was er tut. Halleluja. So, ich möchte uns also wieder, also hatte ich vorher gesagt, ermutigen. Mir ist etwas in Paris passiert. Ich war am Bahnhof. Und heute früh während des Gebets kam nochmal diese Geschichte und deswegen möchte ich das also gern mit euch mal teilen. Halleluja. Aber bevor ich das erzähle, bevor ich also reingehe, möchte ich also kurz einen, in dem Wort des Herrn gehen. Und möchte was also lesen.
Halleluja. Gehen wir mal, ich weiß schon, also das ist also auf unserer Internetseite zurück zum Wort.org, man dort also die Bibel, die BIM lesen kann, also die Übersetzung auf Deutsch. Also von der Französische, von Französisch zu Deutsch gibt es jetzt also eine Version auf unserer Seite. Aber immer noch Neue Bund. Halleluja. So, Matthäus Kapitel, das ist schon Matthäus Kapitel 24. Gehen wir ganz am Ende von Matthäus Kapitel 24, wie schon also in Matthäus Kapitel 24, Joshua ruft uns also zu Wachsamkeit auf. Also hier steht sogar im Titel Aufruf zu Wachsamkeit. Halleluja. Und er gibt also viele, er erklärt da und gibt also viele Ratschläge da drin, wie wir, also wir müssen also aufpassen, wir sollen also wachsam sein. Ich möchte bloß in Vers 43 mal lesen. Ein bisschen größer, genau. Vers 43, da steht: Das aber wisst, wenn der, oder nee, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, in welche Stunde euer Herr kommt. Das aber wisst, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welche Nachtwache der Dieb kommt, würde er wohl gewacht und nicht erlaubt haben, dass in sein Haus eingebrochen würde. Halleluja. Also, Joshua sagt uns, wir sollen also wachsam sein, weil es also ein Dieb gibt. Es gibt, also wir als Christen, wenn wir das also nicht verstehen, wenn wir leben wie, ja, wir haben Joshua, unser Herr, angenommen, wir leben mit ihm und nicht mal bewusst sind, also dass es also einen Dieb gibt oder dass es Diebe gibt, dann sind wir nicht also wachsam. Und deswegen ruft der Joshua Maschia uns auf, wachsam zu sein. Halleluja. Es gibt viele von uns, die leben, wir leben also als ob, ja, wir sind Christ, das ist schön, und vergessen, dass es ein Dieb gibt, dass es Diebe gibt. Die Geschichte, also was ich also in Paris da erlebt hatte, das war also am Bahnhof. Ich musste also auf meinen Zug warten. Also eine Stunde ungefähr musste ich noch warten. Dann bin ich in einen kleinen Café reingegangen. Habe ich also Kaffee und einen kleinen Croissant genommen. Und neben mir, also, saß also eine Dame. Sie hatte ihre Koffer dabei. Und die Frau ist eingeschlafen. Ihre Koffer war in der Nähe. Ja, ich saß da, habe ich Kaffee genommen, ein bisschen gewartet. Und sie war hinter mir. Dann kam also so ein Aufruf, eine Durchsage, ja, pass auf, hier am Bahnhof gibt's also Diebe, bitte eure Koffer oder eure Taschen schön bei sich haben, weil es also Diebe gibt. Ich sagte, oh, okay, gut, dann muss ich also aufpassen. Aber die Dame, die hinter mir war, also als ich kam, hatte sie was
sie hatte was, also so gefrühstückt, keine Ahnung, oder so was gegessen. Und dann, sie hat gegessen und dann ist sie eingeschlafen. Und plötzlich erlebte ich, was durchgesagt wurde. Da kam mal so ein Mann, ganz normal, gut, so schön gekleidet und so, ganz normal, kam rein, hat sich also diese Kopf, also die Dame genähert und dann wollte er ihre Koffer einfach nehmen. Ich habe mich gedreht, aber der Typ war so irgendwie schon verdächtig. Er kam rein, wieder rein, raus und beim dritten Versuch wollte er sich also diese Koffer schnappen. Ich habe mich gedreht, dann habe ich ihn in die Augen geschaut und gesagt, ja, was machen Sie da? Er hat diese Koffer gelassen und ist schnell gerannt raus. Und dann habe ich also realisiert, wow, es ist wahr. Was durchgesagt wurde, wir müssen aufpassen, die Leute hier müssen aufpassen. Ich habe die Dame aufgeweckt. Hallo? Aufwachen? Sie ist auf, ja, was ist? Ja, man hätte fast also ihre Koffer mitgenommen. Also, geraubt. Und sie, oh, dankeschön, dankeschön. Und dann kam also die Sicherheit auch rein. Die sind gekommen und haben gesagt, ja, diesen Kerl haben wir schon also beobachtet. Aber passen Sie wirklich auf. Ich war schockiert. Und die Dame war noch schockiert. Und heute früh, als ich gebetet hatte, ich sagte, Joshua Mashiach, mein Herr, ich erlebe solche Sachen mit dir, dein Gegenwart. Ich war vor ein paar Wochen in der Elfenbeinküste. Oh, diese Gegenwart. Leute wurden geheilt. Dämonen ausgetrieben. Joshua, ich will in deine Gegenwart bleiben. Ich will noch mehr von dir erfahren. Herr, wenn ich nach Deutschland zurückfliege, ich möchte weiter in deiner Gegenwart bleiben. Ich will weiter mit dir gehen. Herr, 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 es ist so schön, in dieser Gegenwart zu sein. Und dann kommst du zurück, bist du weit weg also von der Mission und dann bist du wieder in dein alltägliche Aktivitäten, Arbeit, Familie, also Frau, Kind, Arbeit, Kollegen, so viele Sachen, Dienstreise hier, Dienstreise da und. Und der Herr hatte mich also was, also eine Lehre gegeben. Liebe Geschwister, Wir müssen aufpassen. Wir müssen wachsam sein. Weil wir, wenn wir nicht in der Gegenwart des Herrn immer bleiben, mit dem Herrn immer weitergehen, würden wir sagen, Herr. Weil ihr müsst also das verstehen, liebe Geschwister. Ich habe diese zwei Situationen verglichen. Die Zeit in der Mission. In der Mission, wo man von Anfang an in der Früh bis Abend mit, man beschäftigt sich also nur mit dem Wort des Herrn. Man geht zu den Leuten, man betet mit den Geschwistern. Man ist immer ständig in diese, wie sagt man das, in diese Aktivitäten. Oh, das ist wunderschön. Es ist so schön, das
Wort teilen, mit den Geschwistern beten, rausgehen, evangelisieren, die Leute ansprechen und also Waisenkinder besuchen oder Witwe, das und das und das. Weit weg von diesen alltäglichen Aktivitäten, die wir hier haben in unser Leben, Arbeit und für andere studieren oder sowas. Weit weg davon. Oh, dann fühlt man sich also so schön. Oh, diese Gegenwart des Herrn. Ich habe die zwei verglichen. Aber Joshua sagt uns hier in seinem Wort, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, in welche Stunde euer Herr kommt. Das aber wisst, das müssen wir wissen. Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welche Nachtwache der Dieb kommt, würde er wohl gewacht und nicht erlaubt haben, dass in sein Haus eingebrochen würde. Der Dieb kommt. Es gibt Diebe. Es gibt Dinge, die uns also von der Gegenwart des Herrn rausnehmen. Und für viele, wenn man sagt, warum hast du Schwierigkeiten, also in der Gegenwart des Herrn zu sein? Ja, meine Arbeit. Ja, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine Kollegen, das alles. Und man stellt sich die Frage, mein Bruder, meine Schwester, willst du uns sagen, dass deine Familie, deine Kinder, das alles, dass der Herr, diese Arbeit, dass der Herr einen Fehler gemacht hatte, dir diese Arbeit, diese Kinder zu geben? Wieso willst du deine Familie, deine Arbeit, diese Aktivitäten als Diebe sehen, Diebe, die deine Zeit rauben, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Ist es also Fehler gegeben? Hat Joshua Maschia einen Fehler gemacht, dass du arbeitest? Hat Joshua einen Fehler gemacht, dass du Kinder hast? Hast du Joshua einen Fehler gemacht, dass du eine Familie hast? Nein, nicht so einfach, mein Bruder. Nicht so einfach, meine Schwester. Du bist das Problem. Wir sind das Problem. In der Gegenwart des Herrn zu sein, muss man wachsam sein. Wachsam, wachsam heißt einfach, lass dich nicht, lass niemand, lass nichts, gar nichts, dich also von der Gegenwart des Herrn rauszunehmen. Wie kann man also, wenn man arbeitet, wenn man Kinder hat, wenn man eine Familie hat, wie kann man trotzdem noch in der Gegenwart des Herrn sein? Mein Bruder, meine Schwester, hör auf. Hör auf zu denken, dass deine Frau, dass deine Kinder, dass deine Arbeit dich, hör auf sie, diese Dinge als Diebe zu sehen. Weil der Dieb ist woanders. Wir sind diejenigen, die die Tür aufmachen. Wir sind diejenigen, die, wie sagt man das, die einfach nicht wachsam sind. Ich bleibe weiter in dem Vers hier. Wenn der Hausherr gewusst hätte, in welche Nachtwache der Dieb kommt, würde er wohl gewacht und nicht erlaubt haben,
dass in seinem Haus angebrochen würde. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Was bedeutet das? Der Hausherr, das bist du, das bin ich. Und wir müssen wachsam sein. Wir müssen aufpassen, dass jemand in unser Haus einbricht. Was ist der Einbruch? Die Sünde. Was ist der Einbruch? Die Sünde. Wir machen die Tür auf. Wir lassen die Dieber so reinkommen. Weil wir nicht wachsam sind. Ja. Die Bibel sagt uns in, Halleluja, danke Herr, in Hebräer. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Bin ich schon da? Hebräer Kapitel 12. Halleluja. In Vers 1. Wir sollten dem entsprechen, da wir von einer so großen Wolke an Zeugen umgeben sind, auch jede Last und die geschickt einwickelnde Sünde ablegen. Liebe Geschwister, einwickelnde, ich gehe mal hier, da gibt es so eine, oder belagen. und die Bibel sagt, es ist geschickt einwickelnde Sünde ablegen. Wir müssen wachsam sein. Wachsam und sich nicht also von der Sünde so, das ist so geschickt. Es kommt und räubt einfach unsere Zeit mit dem Herrn. Schau mal dein Leben, Bruder oder Schwester. Schau mal dein Leben. Willst du mir sagen, willst du uns sagen, dass du keine Zeit für Joshua hast? Willst du? Wie viel Zeit verbringst du in deinem Handy, um irgendwelche Schmarrn zu gucken? Wie viel Zeit verbringst du im Fernseher, vor dem Fernseher, um irgendwelche Schmarrn zu gucken? Wie viel Zeit sitzt du da mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Blödsinn zu reden? Statt die Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Hütet euch vor Diebe. Hör auf zu denken, dass die Diebe also deine Familie oder deine Arbeit oder sowas sind. Nein. Nein. Die kommen woanders. Die können ja deine Zeit also räumen, aber du musst in der Gegenwart des Herrn bleiben. Wir müssen in der Gegenwart des Herrn bleiben und tun, was er von uns verlangt. Wie soll das gehen? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wir hatten letztes Mal also in unser Treffen, Gebetstreffen hier in Regensburg, wir hatten uns also von dieser Zuversicht, wir haben also von bewahren gesprochen. Die Bibel sagt uns in der Offenbarung in Kapitel 1, direkt am Anfang. Kapitel 1, direkt am Anfang, Vers 3. Amen. In Vers 3 steht hier, gesegnet ist derjenige, der die Worte der Prophezeiung liest und diejenigen, die sie hören und bewahren, was in ihr geschrieben, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Liebe Geschwister, die Zeit ist gekommen. Wir müssen aufpassen, wachsam sein und bewahren, was wir von dem Herrn bekommen haben.
Ja, lass dich nicht. Wir können da, nein. Du hast also ein Tresor bekommen. Du hast das Wort des Herrn bekommen. Pass auf, mein Bruder, meine Schwester, dass jemand das also einfach wegnimmt. Diese Dame am Bahnhof, sie ist eingeschlafen. Sie hatte total vergessen, dass sie ihre Koffer dabei hatte. Eingeschlafen. Und dann kam der Dieb. Der Dieb kam und wollte das also einfach wegnehmen, was sie hatte. Mein Bruder, wir haben das Wort bekommen. Wir müssen das bewahren. Wir müssen es also behalten, festhalten. Als ich also in diesem Treffen dort, also in Frankreich, in Paris war, also gestern, diese schöne, diese Gegenwart des Herrn, das war so wunderbar. Ich sagte, Herr, ich will immer da drin bleiben. Ich will immer in dieser Gegenwart sein. Oh, es ist so schön, dass du da bist, Herr. Wenn ich zurückfahre und werde wieder in meine alltägliche Aktivitäten, ich will diese Gegenwart nicht verlieren, Joshua Mashiach. Und der Herr, Joshua, heute früh, als ich gebetet hatte, ich habe nochmal das Gebet gemacht. Wow, Herr, es war so von wunderbar. Diese Gegenwart will ich weiter behalten. Herr. Und der Herr zeigte mir also diese Geschichte. Er zeigte mir also dieses Erlebnis, was ich also in Paris erlebt hatte. Diese Dame. Es kam so. Pass auf, dass sowas nicht passiert. Das heißt, bewahrt mit so viel Kraft, was du bekommen hast. Du musst das also sowas wie ein Tresor nehmen. Lass niemand, Joshua Mashiach, diese Gegenwart, also was du bekommen, dieses Wort, was du bekommen hast, einfach wegnehmen. Lass niemand es tun. Niemand. Ja, du arbeitest. Ja, du hast eine Familie. Ja, du hast das und das und das. Aber lass die da. Egal. Das wirst du immer und immer. Es ist dein Leben. Du hast dieses Leben, die Familie. Du hast dieses Leben. William, du hast Frau, Kinder, Arbeit, Kollegen. Das hast du. Lass, sag nicht, dass die da Diebe sind. Nein. Das Ganze, das ist dein Leben. Tägliche Aktivität. Aber lass das nicht, diese Gegenwart von dir wegnehmen. Das Problem bei uns, wir fallen in einen Schlaf. Wir schlafen. Wir erleben so viel. Wir wissen, dass Joshua Mashiach da ist. Und dann fallen wir selber in einem Schlaf. Und wenn man schläft, da kann man nicht mehr richtig wachen, kann man nicht mehr aufpassen. Und dann kommt der Dieb und nimmt weg, was du bekommen hast. Sag nicht, dass deine Frau Dieb oder dass dein Mann Dieb oder dass deine Kinder Diebe sind. Nein. Sag nicht, dass deine Arbeit, sieht das nicht also als Dieb. Nein, das ist Teil von deinem Leben. Aber du, mein Bruder, du, meine Schwester,
du sollst in der Gegenwart des Herrn bleiben. Trotz dieser Aktivitäten. Trotz, was du hast. Weil was du hast, sollst du das also als Segen sehen. Halleluja. Deine Frau ist ein Segen. Deine Kinder sind Segen. Dein Mann Segen. Deine Arbeit auch Segen. Weil dadurch kannst du deine Familie ernähren. Das ist ein Segen. Aber bleiben wir, du bleibst also in der Gegenwart des Herrn. Und dann wirst du sehen. Das Problem bei uns ist einfach, wir vernachlässigen diese Gegenwart. Wir nehmen das so, es wird nicht also wie ein Tresor. Wow. Oh, Joshua Mashiach. Ich habe also einen Vers da, aber das ist in der im Alten Bund. Ich nehme mal welche Bibel da? Nehme ich mal also die wo kann ich das mal finden? Das ist also in Sprüche, dann nehme ich also eine andere, die Luther Bibel. Es ist in Sprüche 9, Vers 8. Wo ist das noch? Nee, das ist das Sprüche 9? Nee, nicht Sprüche, Halleluja. Prediger, Kapitel 9, Vers 8, Halleluja. Das hatten wir mal also mit den Geschwistern hier also in unser Gebetstreffen mal diskutiert. Das ist also Sprüche 9, Vers 8. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt Salbe nicht mangeln. Also, lass deine Kleider immer weiß. Ich erinnere mich, also als ich da, wir hatten da so drüber gesprochen, sagte, hey, schau mal, dein Kleid ist so schön weiß. Lass dein Kleid nicht von irgendwelche Sünde befleckt werden. Irgendwelche bösen Sachen werden. Böse Gedanken. Sogar wenn die bösen Gedanken kommen. Wenn böse, schlechte, Sünde Sachen kommen, der Heilige Geist sagt uns, Bruder, Schwester, mein Sohn, meine Tochter, pass auf. Lass dich nicht beflecken. Nein, kein Schmutz. Du passt auf. Trotz Familie, trotz Arbeit, trotz Kollegen, trotz wo du lebst. Du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, oh, hier in Deutschland ist es so, oh, das Leben ist so. Mein Bruder, meine Schwester, die Zeiten werden immer und immer schlechter. Die Menschen werden immer und immer böser. Ich hatte mal also mit meiner Frau geredet, wir sagten, hast du nicht bemerkt? Jede Sommer, die Leute werden immer, also ihre Art, sich zu bekleiden, es wird immer und immer schlimmer. Ja. Die Hose war so unten und dann jetzt ist, man hat das Gefühl, die Leute laufen fast nackt. Und es wird immer und immer schlimmer. Die Menschen werden immer und immer böse. Das Leben wird immer und immer schwieriger. Aber wir in dieser Zeit, wir dürfen uns nicht dieser Gegenwart des Herrn berauben lassen. Nein. Mm-mm. Alles tun. Und deswegen sagt der Prediger hier in Vers 8, Kapitel 9, Vers 8, lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupt
Salbe nicht mangeln. Diese Salbung hier, das ist der Heilige Geist. Dieses Öl muss immer auf deinem Haupt sein. Ihr wisst schon, also die Geschichte also von, also in Matthäus also 25, also diese, die 10 Jungfrauen, die 5 Weisen und die 5 Törichten. Liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Die da hatten ihre Öl. Die hatten ihre Öl einfach genommen. Die waren vorbereitet. Die andere nicht. Lass niemand dein Öl wegnehmen. Lass niemand diese Gegenwart, diese Beziehung mit dem Herrn wegnehmen. Nein. Joshua Maschia bleibt der Erste. Er ist unser Ziel. Du musst diese Beziehung mit dem Herrn also als so kostbar sehen. Es ist kostbar. Weil wenn du das verlierst, wenn wir das verlieren, was haben wir noch auf dieser Welt? Nichts mehr. Also lasst niemand. Hütet euch. Wir hütet euch also vor Diebe. Die kommen. Einige kommen sogar als sogenannte Kinder des Herrn. Aber wollen uns von dieser Beziehung mit dem Herrn trennen. Tut alles, dass niemand deine Beziehung mit dem Herrn wegnimmt. Dich also von Joshua Maschia trennt. Nein. Nein. Wenn du merkst, dass du müde wirst, steh auf. Schläf nicht. Weil wenn du einschläfst, dann kommt die Sünde. Die Sünde kommt rein. Dann machst du die Tür auf. Und der Dieb kommt. Und der Dieb, laut der Bibel, in Johannes, die Bibel spricht also, dass der Dieb, wenn er kommt, er kommt nicht also nur zum, wie sagt man das, zum Spielen, ne? Nein. Das ist also ein Vers, das ist ein ganz einfacher Vers, also in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Einfach zu merken. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es sogar in Fülle haben. Halleluja. Halleluja. Es gibt Diebe. Ja. Der Dieb kommt. Der ist immer da. Und der kommt in dem Moment, wo wir nicht wachsam sind. Er ist da. Er ist da. Sein Ziel ist zu stillen. Zu schlachten. Und zu vernichten. Diese Frau, als ich sagte, Herr, was soll ich denn tun? Immer in deine Gegenwart zu bleiben. Was soll ich denn tun, Herr? Es ist so schön. Es ist so schön, bei dir zu sein. Herr, was soll ich tun? Und dann zeigte mir Joshua Maschia, diese Dame am Bahnhof, sie hatte ihren Koffer dabei und ist eingeschlafen. Und dann kam der Dieb. Wenn du weißt, was du da hast, so kostbar ist, so kostbar ist, sogar wenn du müde bist,
wirst du trotzdem alles tun, zu bewahren, was du bekommen hast. Also bewahre, was Joshua Mashiach dir gegeben hat. Herr, in dieser Zeit, Joshua, brauchen wir deine Kraft. Gib uns die Kraft, Joshua Mashiach, in deinem Gegenwart zu bleiben. Herr, hilf uns, nur auf dich zu schauen, weil du, Joshua Mashiach, der allmächtige Elohim, und du, Joshua Mashiach, bist alles für uns. Du bist so kostbar, so gut und so wunderbar. Ich preise deinen Namen, Joshua Mashiach. Und ich bete für alle, für unsere Geschwister, für alle, die das Wort hören werden. Danke, Joshua Mashiach. Amen.